Was passiert? Ich bin auf irgendeinen Schwanz drauf, aber der Bronto ist da draußen. Guck dir das an! Leute, ein Geist hat mich heimgesucht. Was ist los mit mir? Das will ich jetzt kurz nochmal ausprobieren. Wo ist er? Er ist hier oben. Er kommt. Alter! Komm. What the fuck, der, Superman? Der schleift den Berg einfach nur so herunter. Ja, aber guck mal, der hat's richtig auf mich abgesehen. Pass auf. Holy shit, Gary, da. Noch einer. Boah, ich komme. Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ike. Hallo. Ihr habt der letzte Folge mitbekommen, was passiert ist. Und zwar dieser Minigott namens Diebear of Skyon, weiß ich nicht, Skyon of Nature, irgend sowas. Der ist, läuft irgendwo da unten rum. Der ist uns bis, das kann ich euch, ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann, da ganz hinten, irgendwo ganz hinten beim letzten Baum da, ist er uns bis hierher gefolgt. Und er hat nicht aufgehört, dann haben wir ausgemacht und jetzt hat er abgelassen. Also jetzt ist alles gut, weil wir nicht mehr da waren und deswegen haben wir Glück gehabt. Und da wir ja jetzt hier, ich sag mal, davon kriege ich nur Stein und kein Metall. Doch, das ist irgendwie anders geworden. Ich habe gerade ein, wie heißt das nochmal, ein Stimulant gegessen. Okay. Ist das schlimm? Aber ich krieg trotzdem nur Steine. Nee, ich hab voll viel. Ich hab 56 Metall, das sollte fürs Erste reichen. Ja, was steckst denn du drauf? Mit der Spitzhacke. Mach ich auch, aber ich krieg nur Steine. Nee, guck, ich krieg auch Steine. Jetzt krieg ich gar nichts. Ja, jetzt habe ich ein Metall bekommen. Alter, man kriegt ja echt weh. Bäh? What's okay, going on? ich krieg nur Steine. Komm mit, das Metall reicht. So, Gary, warte, ich will kurz gucken. Wir du haben darfst da. Ihn reiten. Ich will nicht reiten. Ich flieg mit einem Parachute. Ich muss damit lernen. Also, ich muss das lernen, wie es richtig funktioniert. Ich muss es perfektionieren. Wir müssen mal ein bisschen. Oh, ich habe Rosen gefunden. Gary. Oh, du weißt, bald ist Waldisa. Kannst du mir geben? Ich habe irgendwas überhört. Ich habe irgendwas mit V gehört. Aber ich habe es überhört, deswegen klappt das ja eigentlich. Wo ist denn die Forge? Ach, hier hin? Die Forge ist innen drinne. Nur eine einzige. Was macht der Eifer da? Der ist ja unten am Fluss, du Hübscher. Ich geh jetzt auf ihn rauf. Tu's nicht. Oh doch, ich schaff das. Ich kann gerade nicht hochklettern. Warum kann und, ich und? Die Leiter nicht hochklettern? Jo, ich bin auf ihn drauf. Ich habe ein Eifer-Bronto gezähmt. Ich komme irgendwie nicht mehr aufs Dach drauf. Oh mein Gott. Guck dir das an. Ich bin auf ihn drauf. Hallo. Pass auf, ich gehe auf seine Kopfspitze. Ich schaffe es. Nicht bewegen, Bronto. Nicht bewegen. Kleiner, bitte. Alter, ist der riesig. Oh, guck mal, der will zu uns. Boah, aber der sieht aber auch echt gut oh aus. Oh Gott. Ich hab's nicht mehr geschafft. Was ist das unter mir? Achso, ein Gallimimus. Ich hab gedacht, das wäre ein Raptor. Ich komm nicht mehr aufs Dach drauf. Der Drache, der nimmt den Platz da weg. Dann musst du ihn wegpfeifen. Ich hab den Drachen falsch eingepackt. Ja, warte, ich pfeife ihn kurz runter. Komm her, bitte, meine Kleine. Ach, stimmt, der hat gar keinen Namen. Irgendjemand hat einen Namen in den Kommentaren reingeschrieben, aber ich weiß nicht mehr, was für ein Name das jetzt war. Irgendwie hätte ich jetzt Lust, den zu zähmen. Irgendwie hätte ich schon Lust. Ach, Leute, wir haben noch gar nicht gesehen, ob er unter Wasser schwimmen kann. Ich komme nicht mehr raus. Ja, ich will nicht attackieren. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, ich sehe gerade, ich brauche ein paar Bären. Nee! Gary, aufgepasst. Mit den Drachen können wir nicht mehr ins Wasser. Wer hat gerade hier was gefressen? Nee, der Drache hat geschissen. Nein, hier hat was gerade gekaut. Wir stellen nee, hier nee. Auf unsere Veranda drauf. Achso, warte, ich wollte euch ja noch das Spucke zeigen. Das sieht übelst nice aus. Ich zeige euch das mal am besten von vorn. Digga, du so, trampelst zu sehr. Schaut euch das jetzt mal an. Ah, nice. Geh weg. Und noch einmal. Oh, ich wollte gerade sagen, ist ein Stamina leer? Ja, und das war's eigentlich. Und dann kann er halt das noch. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht bis zum Bronto. Nee, alles gut. Ich weiß, was wir die ganze Zeit machen. Was denn? Hier, der Diplo. Ja. Alles klar. Wir warten jetzt kurz, bis das Metall durchgeschmolzen ist. Und dann werden wir kurz mal so eine Durchreise machen mit einem Pteranodon. Und dann gucken, was wir so finden. Bronto, dein Schwanz ist in unserem Haus. Du musst raus hier. Oha, er hört sogar auf mich. Tja,
Irgendwann wirst du gezähmt sein. Da kannst du Gift drauf nehmen. So, Metall rein. Wir haben 13 Metallbahnen. Eine Smithy haben wir hier zufällig noch nicht, oder? Nee, aber ich könnte eine craften. So, eine Smithy. Hast du alle Zutaten? Ich brauche nur noch 25 Holz. Ja, siehst du, okay, dann baue ich jetzt. Hier. Ich hab schon. Hier, Holz liegt hier. Ich hab schon. Oh. Ich hab schon. Oh. Ich hab schon. Hast du davon? Du hast weniger vor die Tür tatsächlich. Ha. Gary, pack den Bogen weg. Oder einen Speer oder was du doch immer hast. Ja, die Gary will zeigen, sie weiß jetzt, dass man mit einem Speer zuschlagen kann. Nee, Gary, das weiß ich, aber ich wollte dich zum Einschlafen bringen, weil das ist echt gut dafür. Ja, warum kann ich die Smithy nicht bauen? Ach doch, jetzt. Oh, ich wollte gerade sagen. Neben Betten hinbauen, wa? Ja. So, schick. So, ich verabschiede mich. Buenos dias. Jetzt brauchen wir kurz einen Sattel für den Pteranodon. Pteranodon? Da ist er. Ich hab ihn, Gary! Ich hab ihn! Gary fliegt wieder. Ich sehe es ganz genau. I have a problem. Warum? Ach so, ein Pteranodon-Sattel können wir ein Inventar machen. Wir brauchen Chitin. Wie viel brauchst du? Haben wir alles. Nice! Leute, wir können fliegen. Wir werden das erste Mal von... Wow! Hä? Was schubst mich hier weg? Nee, Devonto. Nee. Nein, ich stand hier. What the fuck? Ich fliege. Was passiert? Ich bin auf irgendeinen Schwanz drauf. Aber Devonto ist da draußen. Guck dir das an. Leute. Ein Geist hat mich heimgesucht. Was ist los mit mir? Ich glaube, das ist bei der Drachen hier. Oh Gott, nein, nicht gepfiffen, nicht gepfiffen. Hallo, Freunde. Hä? Alter, nice. Oh, der Bronto. Nee, das ist der Bronto, der hat jetzt so eine Aura, dass es übelst krass ist. Nee, ich glaube, das ist wegen dem Drachen hier. Nee, aber sein Ding ist doch da vorne. Ich habe keine Ahnung. Hä, hey, what the fuck? Ich muss raus hier. Pteranodon, wo bist du? Und da fängt es wieder an zu schweben. Mann. Ich muss ganz kurz jetzt ein paar Sachen raustun. Das wiegt sehr viel. Also, dich brauche ich doch. Und ja, Pteranodon, komm her. Ich nehme dann den Drachen, ne? Wenn du den Pteranodon nimmst. Echt? Machen wir das so? Wobei ich auch gern Pteranodon hätte. Leute, ich kann fliegen! Oh mein Gott, Gary, lass uns... Wir müssen jetzt mal kurz die Gegend hier begutachten. Warte mal. Einmal ganz kurz nach oben. Ich will von oben mal das mal angucken, wie die Karte jetzt aussieht. So, das sollte genügen. Also, da ist die fliegende Insel. Da ist Schneegebiet, da ist ein Schneegebiet. Da kamen wir... Aus der Richtung kamen wir her. Oder? Aber was ist das da hinten für eine Insel? Was ist das für eine Insel? Was ist das denn da? Was ist das für eine kleine Insel? Was ist das hier? Was, da hinten geht's ja noch weiter. Oha. Gary, pass auf. Ich habe dich. Juhu. Und wir sind überladen. Ja. Was hast du denn alles mit? Moment mal. Nichts wirklich, deswegen. Ich glaube, wir sollten... Dann pass auf. Ich lass dich kurz runter. Jo. Leveln. Nö, da sie ist, liegt hier. Nee, da ist sie. Da ist sie weg. Da ist sie. Da ist sie wieder weg. Da ist sie. Da ist sie wieder weg. Hi. Und ich muss leveln. Ey, ignoriere mich doch nicht. Na, ich muss doch dingsen hier. Dein Inventar ist voll. Ich hab's gesehen. Hast du gesehen? Ich hab's gesehen. Es war voll. Es ist voll. Problem ist, ich hab nur 197 Gewicht. Nicht gut. Ich komme. No! Oh! Was denn? Jetzt weiß ich, warum der Giga da stecken geblieben ist. Sogar ich bin fast stecken geblieben. Okay. Geh nicht an die großen Bäume dran. Oh, unter der Erde. Ich krieg dich. Hast du nicht irgendwie zu viel mit? Warte. Auf geht's. Es geht nicht. Gary, du wiegst zu viel. Mach du Sport. Du wiegst zu viel. Warte. Ich sehe einen Pteranodon. Wir machen das jetzt kurz so, dass die Gary sich einen Pteranodon zähmt, weil das Leveln hier dauert gerade so lange. Ich habe, keine Ahnung, ein paar Viecher schon erledigt, aber ich habe nicht ein Level bekommen. Ich krieg gleich ein Level. Aber mal schauen, wir finden ja ganz schnell einen. Da, Gary, da ist eine kleine Pteranodon-Fittige. Warte. Ist das da links ein Archer? Warte.
Nee, das ist ein Trodon. Ein Trodon. Ich kam gerade nicht auf seinen Namen. So. Und? Hast ich brauch Essen. Ja, hier. Aus meinem Pteranodon. Ich habe genug Prime Meat. Nimm ihn. Wie viel Level hat deiner? 44. Das ist meiner. Ja, meiner hat ein bisschen mehr. Okay, wie viel Plus kriegt er? Steht noch. Das steht noch nicht da. Das sehen wir gleich, Leute. Wie viel Level kriegt er dazu? Wird er besser als meiner? Wir wissen es gleich. My baby. Steh auf! Hey, friss ihn nicht auf! Nimm deinen Kopf pfui, weg! Pfui, weg mit dir, Diplo. Hä, warum steht der nicht auf? Ach, das ist doch Primeat. Da ist er. Ja! Nee! Da ist er! 59 hat er. So, jetzt auf zum. Warte! Zum Haus. Ich will nur ganz kurz. Wieso zum Haus? Ich brauche einen Sattel. Ach so, da war ja was. Habe ich kein Metall mitgenommen? Nö! Nee. Ich komm kurz mit. Wir sind fertig. Was haltet ihr? Also, welcher sieht besser aus? Also, ich finde natürlich meiner hier. Sieht doch echt wunderschön aus. Ihre sieht auch schön aus. Aber bei mir hätte das Grüne hätte eher schwarz sein sollen. So, Leute. Jetzt schauen wir einfach mal rum und gucken, ob wir irgendetwas finden. Moment. Alter, die Skorpione, die rutschen die Berge runter. Alter, ich will auch so viel Spaß haben. Irgendwas haben die gerade angegriffen, oder? Die sind einfach runtergerutscht. Wo ist eine Mantis? Die war da vorne, da wo auf diesem Berg, wo du saßt. Eine Alpha? Nee, ne? Nee, eine normale. Die normale will ich nicht. Ich will die Alpha. Die aus dem Redwood, die hat mir schon übelst gut gefallen. Boah, guck mal hier, wie geil. Die Ecke hier schön. Was ist denn das da im Wasser für ein Viech? Guck mal, wir haben hier den Buschmenschen. Du weißt, geh hoch. Wollen wir es mal wagen? Flieg mal hoch. Wollen wir es jetzt mal wagen? Sollen wir jetzt mal unsere Rache beginnen? Mit? Warte, oh Gott, flieg weiter höher. Nachher. Die haben nur ein Para. Was für eine Gruppe ist das? Ich habe die Fahnen jetzt nicht gesehen. Einer ist direkt hinter dir. Einer kommt, ne? Einer kommt? Einer, der ist in der Mitte jetzt vom Wasser. Komm mal her zu mir. Pass auf. Mantis vor dir. Mantis. Oh Gott! Pteranodon, flieg! Huiuiui. Oh Gott, da ist noch ein Buschmensch. Aber Gary, die Mantis sieht voll schön aus. Die sieht echt gut aus. Problem ist, die stört jetzt ein bisschen. Gary, ich will jetzt eine Buschmenschen haben. Oh, das ist so ein cooles Gebiet, ey. So flach, ey. Oh Gott, die haben Raptor. Okay, das sind jetzt wieder zwei oder drei verschiedene Tribes. Das ist einmal der grüne Tribe. Der orangene. Der orangene. Alter, wie ist das? Alles klar, Poison Grenades schmeißen die. Ich will lieber nicht so weit runter. Oh, irgendwie will ich die angreifen. Dann hattest du mal einen Pteranodon. Okay, lass uns einzelne suchen. Holy shit! Was ist das? Das nenne ich einen Drachen. Alter, ist der groß. Oh, Alter, ich muss kurz die Größe herausfinden. Oh. Ich muss die Größe herausfinden. Alter! Oh, der Holy sieht voll schön aus. Ist der größer als unserer? Auf jeden Fall, der ist doch weiter oben wie wir. Warte, dann ich... Ach du Scheiße. Hä, sind da hinten Ruinen? Ja. Was sind das für Ruinen? Oh Gott, der Drache ist ja echt groß. Gary, ich will den angreifen. Alter, bist du bescheuert? So, warte, ich versuche jetzt. Nee, das ist viel zu niedrig. Viel zu niedrig. Hier. Das müsste sein. Ich treffe ihn nicht. Tja, er ist unbesiegbar. So schlecht bin ich doch gar nicht in... Oh Gott, Pteranodon, du musst näher kommen. Leute, das ist jetzt, dient jetzt nur zum Test. Wir wollen gucken, was der Drache drauf hat. Wie schnell ist denn der? Guck mal, ich kann nichts... Wenn ich normal richtig hinterher fliege... ich komme nicht hinterher. Und überleg mal, der gleitet nur. Oh Gott. Mantis ist wieder hinter dir her. Ja, okay. Aber ich... Oh Gott, jetzt ist die perfekte Chance. So, kurz Stamina laden. Greif mich nicht an. Oh shit, das ist bestimmt ein Fehler, aber ist egal. Gary, ich kann ihn nicht treffen. Das ist ein freundlicher... Moment, ich hole ihn. Ich kann ihn nicht treffen. Hier! Oh, ist der schön! Ich komme. Und, ah, der hat einen Raptor. Warte mal.
Der Raptor macht die Musik. Das ist gerade zu laut. Ja, ich weiß nicht, von wo ich kann es nicht. Entweder von den Apex-Raptor da oder da vorne, der große Drache. Was da. Was für ein Apex-Raptor? Hier unter mir, da, der schwarze. Da. Der hat grün-rote Augen. Echt jetzt? Ja, oder es kommt von dem Drachen hier. Guck dir den mal hier an. Ich komm. Man kann die Musik nicht leiser stellen. Weg. Aber wir stellen das ja natürlich leiser ein, deswegen hört ihr ja natürlich alles. Krass ist das laut. Ach nee, aber es kommt nicht von dem. Nee, das kam von Apex. Hier, Gary, ich greife ihn jetzt an. Jetzt passt es. Der Augenblick ist gekommen. Komm her! Gary, der dient nur zu Deko-Zwecken! Holy shit, Gary, da! Noch einer! Boah, ich komme! Kann man nicht vom Pteranodon schießen? Kann man nicht, aber wo bist du ungefähr? Du siehst doch meine Zahl. Oh, ist hast du ihn gesehen? Schön. Hier, er kommt runter. Oh, den greife ich jetzt als erstes an. Hast du gesehen? How beautiful. So, Digga, du fliegst jetzt genau in dieser Richtung. Und deswegen werde ich dich jetzt vernichten. Drache, warte auf mich. Die Loco. Stamina, verdammt. Oh, komm, der tut echt scheißen. Ja, er ist ein... Hi, Drache. Hi. Ein Luftkacker. Ja, Leute, wir sind die Eskorte. Der Drache hat leider Angst, alleine zu fliegen, deswegen verfolgen wir ihn, damit er halt nicht alleine ist, ne? Ach, guck dir mal die Farben an, ey, die sehen echt klasse aus. Nee, Gary, den können wir nicht, vor dem können wir nicht abhauen. Guck mal, er gleitet normal. Und wir sind noch nicht... Das ist von die Dragons Mod. Boah. Nee, Gary, ich habe Angst, den anzugreifen. Okay. Nee, die Musik kommt wegen Apex. Ja. Puh. Ja, der ruft sogar Raptoren her. Also es ist quasi Minibus. Du weißt ja, wie stark Apex Dinos sind. Nee, weiß ich nicht, weißt du? Er kommt! Wo? Der kam ja sofort, als du auf dem Boden warst. Ich bin oben. Der ist jetzt hier. Alter, der ist gerade losgerannt, wie keine Ahnung was. Der war so schnell. Da ist er. Das könnte das ich kurz ausprobieren. Mal sehen. Holy shit. Guckt euch das an, Leute. Der ist jetzt da unten. Ich bin jetzt hier oben. Pass auf. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oha. Das will ich jetzt kurz nochmal ausprobieren. Wo ist er? Er ist hier oben. Er kommt. Alter. What the fuck, Superman? Der schleift den Berg einfach nur so herunter. Ja, aber guck mal, der hat's richtig auf mich abgesehen. Pass auf, ich geh runter. Guckt euch das an. Zu Windwiller. Oh mein Gott. Geh du mal runter. Nee, du weißt meine Reaktion. Ich bin nicht so schnell in Reaktion. Wo ist er denn? Ich hab ihn verloren. Der ist da beim Strahl. Er rennt da rum beim Strahl. Pass auf, ich geh jetzt runter. Nee, du bist ja auf dem Boden. Pass auf, du holst dir den Beacon. Warte. Wo ist er? Ich kann nicht fliegen. Ich habe ihm gerade ein Level gegeben. Was machst du? Bist du wahnsinnig? Ich habe dir eben gerade gesagt, wenn du Level gibst... Ich hab doch gesagt, nee. Warte. Pass auf, er kommt. Ja, komm, mein Kleiner, komm. Alter, lock ihn weiter weg. Oh mein Gott. Okay, ich bin nicht gerade so hoch geflogen. Ich hatte echt Glück gehabt. Ja, mein Kleiner, bleib da, Apex-Raptor. Ist das echt ein Apex? Oh, hier sind zu viele Raptoren, ich kann hier nicht ohne weiteres runter. Bist du sicher? Also, ich könnte Superman zu dir kommen lassen. Nee. Oh nee, warte mal, ich sehe ihn gar nicht. Das war keine gute Idee. So. Komm. Holy crap, ey. Oh, der sieht auch, Alter, sein Skin. Sieht Bombe aus, ne? Der hat voll die Kratzer. Von wem wurdest du fällt? Oh Gott! Ich frag ihn lieber nichts. Gary, komm mit. Weg hier. Was ist das da unten? Ach, ein Alpha-Para. Oh. Nee. Der ist mir irgendwie so ein bisschen. Unsympathisch, hä? Nee, der ist mir richtig sympathisch. Der ist mir aber nicht so geheuer irgendwie. Der ist. Was war das? Das war hundertprozentig ein kleiner Drache. Hörte sich eben an wie Garn. Ach, hier ist er. Sogar ein blauer. Komm, mein kleiner Drache.
Ach, guck mal. Kann ich den auch auf die Schulter nehmen? Den will ich haben. Der ist ja schön. Komm. No! No! Was? Gary, ruf meinen Pteranodon. Die sind gerade paralysiert. Ruf meinen Pteranodon. Wir müssen da weg. Ach du Scheiße. Das leckt gerade tierisch bei mir. Dann schnell's runter. Mit der Pteranodon von mir ist gleich tot. Ich kann irgendwie nicht mehr fliegen, weil er ist paralysiert. Nicht machen. Mein Pteranodon ist tot. Wo ist mein Pteranodon? Der andere Pteranodon ist auch tot. Wie? Der Drache ist direkt hinter mir. Alter, der ist voll stark. Dafür wird er büßen. Gary, ich brauche irgendeinen Anhaltspunkt, wo ich gestorben bin. Ich sehe es nicht. Ich komme dir gerade näher. Oh Gott, der ist direkt hinter mir. Ja, du läufst mir entgegen. Okay, der Drache wird sterben. Den will ich haben. Den will ich haben. Der muss dafür büßen. Hier, ich bin hinter vor dir. Vor mir? Hinter mir? Hier. Ach da, der laufende Schädel. Hast du meine Sachen? Nee, aber ich hab dir gerade was Kopfsfeinde, hast du aufgehoben? Nee, hab ich. Da. Ab hinter. Der Drache ist so stark, der hat unsere Pteranodons locker gekillt. Pass auf, Kano. Hast du deine Sachen noch? Mach den Pteranodon down. Stimmt. Buller ihn. Sofort. Los, er steckt da fest. Los, buller ihn. Ich gehe zu meinem Körper hin. Peter! Der hat's nicht überlebt. Ich hoffe, du beeilst dich. Ich mach den jetzt down. Ja, wie weit bist du? Liegt er denn schon wenigstens? Ja, klar. Ich nehm Sattel mit. Am besten von allen beiden. Und ja. Primeat brauchst du auch. Gib ihm noch nichts zu essen hin. Aber warum ist der so stark und die anderen so schwach? Ich weiß es nicht. Wo ist er? No way. Wo ist er? Warte. Nee. Hilfe. Er ist bei dir oben. Er ist bei dir. Er ist genau neben dir. Nee, er ist bei dem Kano. Bin ich nackt? Ja, Mist. Ich muss was anziehen. Schnell. Oh, der Blitz ging ja voll durch meine Klamotten. Er hat mich gesehen. Flieh. Bring ihn weg. Wir müssen es schaffen. Er muss. Wow. Oh mein Gott. Alter, was war das denn bitte für eine Strahlattacke? Nein, der ist zu schnell. Versuch ihn mal down zu machen. Ich helf dir. Oh mein Gott. Ich hab einmal getroffen. Mit dem Speer. Er kommt. Oh, Schlaf. Ich bin tot. Alter. Ja, was für ein Fight. Muss ich echt gestehen. Also, der Drache ist echt ein harter Gegner. Ich hab ihn aus der Augen verloren. Er fliegt weg. Ich verfolge ihn. Oh, der ist viel zu schnell. Verdammt, dann geht er ja jetzt gleich down. Er kommt zurück. Dann geht er doch down, Mensch. Er fliegt in unsere Base lang. Zu unserer Base. Das ist der Pteranodon. Alter, der hat einen Speer voll in seinen Schädel hängen. Den hat er vermutlich von mir. Nee, ich glaube, der ist weg. Ach, verdammt. Er fliegt in Richtung unserer Base. Aber er lässt ab. Ich hol meinen Körper. So, jetzt hole ich nochmal zum zweiten Mal meinen Körper. Das war halt ein sehr langer Kampf, muss ich echt gestehen. Also der Kampf war ja... Ich kann meine Sachen nicht aufheben. Ich bin gerade am Überlegen... Wer ist diese fremde Person? Das macht mir jetzt Angst. Das ist nicht mein Körper. Da sind zwei Trudons. Die sind nicht gerade sehr nett. Ja, wenn sie nicht nett sind, dann... Was? Das kann nicht... Gary, du musst mir helfen. Du musst mir Schutz bieten. Ich komme nicht an meinen Buddy. Ich bin gerade dabei, Bullas zu croppen. Bitte, hilf mir. Ich komme dir entgegen. Ah! Sie greift mich an. Weg mit dir. Gary, der macht mich tot. Oh Gott, du musst mich retten. Ich bin 100 noch was Meter von dir entfernt. Oh mein Gott. Zwei Riesenkreaturen, die mich jagen. Oh mein Gott, die schaffen mich. Wo ist dein Körper? Dann sammle ich das ein. Warte. Ich hab's abgehängt. Da drüben. Ich kann aber leider nichts. Was ist das hier? Hier zeigt ein Pfeil hin. Das ist mein Rucksack. Nee, das ist. Nein. Wo? No, hinter mir. Nein. Lass mich doch bitte. Och, hilf mir. Der Kano. Was macht der Kano? Der Kano rennt. Oh shit. Da hinten ist mein Körper. Gary, ist das kleine Viech noch hinter... Oh Gott, es ist noch hinter mir. So, jetzt aber abgehangen. Wohlein, bitte. Ich bin gleich tot. Hä?
Wir wohl auf ihn abgeprallt, aber ich glaube, ich habe ihn jetzt hinter mir. Ja, hol los! Der will mich töten! Nee, er ist jetzt hinter mir. Alter, sind die gefährlich. Hi, mein Körper. Oh, endlich, ich habe meinen Körper gefunden. Besser? Hallo! Pass auf, die können uns sehen, die können uns sehen. Aufgepasst. Die sind jetzt doppelt so stark, damit du Bescheid weißt, ne? Wie, was ist doppelt in so stark? In der Nacht werden die Troodons doppelt so stark. So, wie in Alu, wie diese komischen faulen Viecher? Die kriegen leuchtende Augen und werden doppelt so stark. Iss! Du hast Hunger, ich weiß es. Ja, iss! Jawohl. Yes! Ach, scheiße, die kann mir ja gar keine Zahlen geben. Mist, sollte Nummer 2 heißen. Was ist das? Ein Mail! Ja, dann haben wir unseren ersten hier schon mal wieder. Bitte setz es auf. Super, wie viel hat er Gewicht? Kann er uns alle tragen? Nein, nee, kann er nicht. Ich glaube nicht. Gary, ich komm. Ich wiege 59 Kilo. Der kann mich noch nicht mal tragen. So, willst du ihn? Flieg du ihn, weil ich fliege so zur Base. Wo ist denn die Base? Ist sie da? ist sie da in der Richtung? Ja, ne? Keine Ahnung. Ich fliege da jetzt einfach hin. Ich hab doch den Terran und dann. So, wo sind wir denn hier? Man sieht auch fast alles. Man sieht so viel. Es ist so dunkel. Wir müssen... Ja. Wo bist du? Du fliegst komplett verkehrte Richtung. Echt jetzt? Ja. Ach nein. Wir sind ja echt weit weg. Siehst du mich hier oben, ja, ne? Ja. Ja, wir müssen hier ganz in der Richtung? Lang, ja. Oh mein Gott, das geht jetzt in die Hose. Ich hoffe, ich schaffe das zur Base. Der Dierbär-Gott ist weg. Der hat sich auch weiter in den Wald verkrochen. So wie es aussieht. Ach man, und der schöne Drache ist weg. Der Drache, der war echt mies, ey. Richtig, ja. Hätte ich beinahe was gesagt. Das kann ich aber nicht sagen. Wo bist du? Ach, da bist du. Ach, guck mal, der Wald wird erhellt von dem Tilo. Ja. Ich habe Feuer gemacht. Bist du stolz auf mich? Ja. Super. Wo ist unsere Base? Ich sehe nichts. Hier hinten. Aua. Moment. Siehst du sie jetzt? Ach da. Gary hat der Lichtangang gemacht. Es werde Licht. Hallo. Lange nicht gesehen. Ich weiß. Ja, Leute. Auf jeden Fall war es hier von einer weiteren Folge Ark. Leider ging die komplett nach hinten los. Wir wollten eigentlich die Gegend erkunden. Dann kamen da die Drachen, dann kamen die Buschmenschen. Es war alles so interessant, dass wir wieder zurück in den Redwood wollten. Ne? Dann kam dieser kleine Drache an. Ja, wir dachten, der wäre jetzt nicht so stark gewesen. Ne? Weil der Eisdrache, den wir hier oben auf dem Dach haben, noch niemand, der ist so stark wie... Machst du Lichter an? Ich bin gerade... Wie unser Drache. Unser Drache ist viel, viel schwächer. Naja, wenn euch natürlich die Folge gefallen hat, lasst uns doch einfach ein Kommi oder ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.